So, damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft. Ich muss ja kurz die Kartoffel essen, damit sich unsere Energie regeneriert. Genau. So, wir haben uns beim letzten Mal hier diesen wunderschönen Weg angelegt. Ja, genau. So. Ich bin am Überlegen, ob wir das dann hier ein bisschen umbauen, damit es für uns einfacher ist. Ja, ich glaube, das werden wir auch machen. So, warte mal, das heißt, das dann so und dann so. Und dann jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Weil ich möchte das ja gerne hübsch haben. Das soll ja so ein bisschen baummäßig dann noch aussehen. Das heißt dann so, ne? Dann sieht es fast so aus, als wäre es. Genau, viel besser. Dann kann man hier. Also das kommt jetzt gleich weg, keine Panik. Genau. Dann kann man hier hoch und entsprechend. Ich glaube, ich setze es noch eins höher. Dann kann man die vernünftig hin. Genau, so. Dann bin ich da ein bisschen beruhigter. Kann hier nochmal Fackeln dran setzen. Haben wir eh nie genug von. Wunderbar. Ja, dann kommt man hier hoch und kann da praktisch da rein. Genau. Genau, die brauchen wir jetzt. Sehr schön. Und hier machen wir das Ganze nämlich dann jetzt eins breiter. Das heißt, so. Und warum? Naja, damit wir halt einen vernünftigen Weg basteln können, ne? So brauche ich dann erstmal meine Werkbank. Ja, dann kann man halt hier direkt so drauf und hier dann. Ja, das funktioniert. Das ist okay, denke ich. So. Hier noch Stöcker sollten wir noch haben eigentlich. Bloß davon nicht genug, aber ist eigentlich egal. 25. Naja, viel wird es jetzt nicht bringen, aber zumindest ein bisschen was. Also das heißt nämlich hier. Und dann entsprechend. Ja, ich kann halt immer noch dazwischen durch, ne? Muss ich mir gleich was anderes überlegen. Okay, hier wollte ich jetzt eh noch so wie so ein Plateau ringsrum machen. Von daher passt sich das. Warte mal, so. Dass man halt ein bisschen mehr Platz hat, weil es ist sonst doof. Ja, wenn du da jetzt hier praktisch rauf, runter rennst, dann musst du immer darauf aufpassen, dass du halt nicht irgendwie runterfällst oder sowas. Das ist kacke. Ja. Also ich würde dann auch gerne praktisch, wenn man von hier ankommt. Ich glaube, ich weiß, wie wir das machen hier. Freischwebend, mehr oder weniger. Also wir machen das jetzt so einfach. Das ist jetzt, denke ich, die beste Alternative. Ja. Hier machen wir einen vernünftigen Zaun hin. Sehr schön. So, und dann hier auch. Ja, müssen wir wohl. Ansonsten kommen wir da nicht lang. Das wird passiert nicht klappen wegen dem dann, ne? Muss der Zaun halt hier später anfangen. Fängt der Zaun halt erst hier an. Genau. Ich denke mal, das werden wir wohl schaffen, ohne runterzufallen, oder? Ich gehe ganz stark davon aus. Ja, und dann machen wir praktisch hier die Leiter hin. Ja, kann man machen. Kann man machen. Okay. Ja, na, das hat geklappt, okay.
Sehr schön. Wunderbärchen, würde ich sagen, ne? Ja. Nehmen wir hier die Erde weg. Dass wir ein bisschen mehr uns bewegen können. Das wäre ja ganz okay, ne? Denke ich, da sind wir alle dafür. Genau. So. Kein Loch irgendwo zu sehen oder irgendwas. Das heißt, wir können jetzt hier die ganze Zeit buddeln bis zum Erbrechen. Sehr gut, das gefällt mir. Ja, hier machen wir dann halt entsprechend, hier vorne ist dann unsere Kammer. Hier werden wir gleich dafür sorgen, dass das vernünftig aussieht. Und wir entsprechend hier von hier aus dann noch weiter runter gehen, weil wir müssen ja hier weiter runter, ne? Das bringt jetzt nichts, irgendwo anders damit anzufangen. Wir werden uns hier halt runterbuddeln. Genau. Und das soll auf jeden Fall schön hell sein, denn nichts ist schlimmer, als wenn hier dann irgendwas spawnt, weil wir nachlässig waren. Und wir damit dann unsere ganze Operation gefährden. So, wir machen immer in zweier Schritten, dann machen wir hier so eine 1, was 2 breit ist. Das finde ich am besten. Und dann können wir eigentlich schon, jetzt will ich mal legen. Ja, noch nicht, nee, wir machen das so. Ja, das ist gut. Hier mal eins hin. Ruhig ein bisschen höher, dann sieht es besser aus. Jetzt haben wir natürlich dann ganz, ganz viele Steine, die wir dann wieder für irgendwas verwenden können. Zum Beispiel zum Brennen für irgendwas oder so. Ich weiß noch nicht. Lass uns da was einfallen, was wir damit anstellen. Uns fällt garantiert was Gutes ein. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wir müssen eigentlich noch relativ weit runterkommen jetzt, ne? Ja, das wäre schon mal viel, viel wert. Ich weiß nicht, ob wir es. Ich glaube, so hoch sind wir gar nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Und da geht's. Ich glaube, wir müssen mal die Steine einsammeln, die hier unten liegen. Sieht's aus inventarmäßig? Ja, inventarmäßig ist es voll. Das ist jetzt nicht so wild. Sehr schön. Hauptsache, wir finden nochmal zwischendurch ein bisschen Kohle, weil wir werden natürlich jetzt jede Menge Fackeln benötigen. Oh, weia. Ich habe im Panik, dass dahinter sich gleich so eine Höhle auftut, ne? Und dann zigtausend Zombies oder Zauberer am schlimmsten noch dann hierher kommen. Ja. Das wäre echt bitter. Eisen. Eisen ist schon mal super. Das nehmen wir dankend entgegen. Machen wir es mal kurz so. So. Tada. Echt, ich kann es nicht aufnehmen, weil ich wahrscheinlich. Dann müssen wir gleich mal Erde wegschmeißen oder so. Warte mal. Nee, das hier. Die brauchen wir auf keinen Fall. Ja, also das ist. Und dann nehmen wir das hier, um dann wieder die Löcher zu stopfen. Genau. Weil es ist gerade unnötig. Und dann wissen wir auch. Ach gut, okay, da waren wir schon mal. Sehr schön. Naja, haben wir immerhin schon mal 10. 10 Stück? Wow, okay, das ist gut. Also 10 Stück ist richtig gut. Das ist ja echt hier schon eine super coole Ausbeute. Sehr geil. Ah, das ist echt super. Okay, ich bringe mal die Sachen weg, weil beziehungsweise können wir da oben auch eine Truhe machen. Genau. Machen wir hier eine Werkbank. Ja, machen wir hier so eine kleine Station. Machen wir hier so eine kleine Station, würde ich sagen. Das ist okay. Genau, habe ich noch Treppenstufen dabei, ja. Machen wir mal so eine kleine Station. Wo halt eine kleine Werkbank reinkommt erstmal. Und eine Kiste oder Kisten. So. Hier mit so einer kleinen Nische, genau.
Und warte, machen wir mal so und das finde ich besser. Es wird doch, glaube ich, gerade dunkel draußen, ne? Kann das sein? Na, noch nicht. So, und dann einmal, also eigentlich nicht nur einmal, aber naja. Ich will eine große Doppelkiste gleich hinstellen. Genau, das haben wir zur Seite geschmissen und dann. Sehr schön. Schmeißen wir mal hier die ganzen Steine da rein. Genau. Das Eisen lege ich mal vorsichtig hier unten hin. Genauso wie das Holz. Wenn nicht, dass wir sterben. Und dann das Ganze, was wir uns jetzt gerade so erarbeitet haben, mühselig, dann weg ist. Das wäre Kacke. Ja, also richtig. Deshalb sichere ich das mal für uns. Sehr schön. Ja, nun denn, würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr. Zocker.